Mit diesem Wintersemester beginnt an unserer Hochschule für Musik Karlsruhe eine neue Zeitrechnung. Denn alle Curricula wurden überarbeitet. Bachelor, Master und der dritte Zyklus, das Solistenexamen, alle Studiengänge wurden neu geordnet. So wird ab sofort an unserer Hochschule ohne Ausnahme mit pädagogischen Anteilen studiert. Das erhöht die Chancen unserer Absolventinnen und Absolventen, eine Anstellung an den Musikschulen des Landes zu bekommen. Der Orchesterausbildung widmen wir uns verstärkt. Denn die berufsbezogene Ausbildung in diesem Bereich bedeutet künftig nicht nur exklusive Konzerte des Hochschulorchesters mit international renommierten Gastdirigenten. Zuletzt kam Sir Simon Rattle an unser Haus. Berufsbezogene Orchesterausbildung umfasst ab sofort auch verstärkte Arbeit an Orchesterstellen, Probespieltraining, Mitwirkung im Rahmen der überaus förderlichen Kooperation mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sowie regelmäßige Orchesterarbeit mit großen Orchestererziehern. Hier war eben erst Christoph Brick bei uns und im kommenden Februar kommt die Dirigentin Ariane Matjak. Überhaupt! Was eine exzellente berufsbezogene Ausbildung betrifft, haben wir vieles in die Lehre integriert, was einfach dazugehört. Berufsbezogene Beratung, das umfasst Vertragsrecht, GVL, GEMA, Management. Auch gehört dazu Marketing für Musiker, das heißt Selbstpräsentation, Homepage, Bewerbungsschreiben und vieles mehr. Wir haben zudem das gemeinsame Erleben und Nachdenken von Musik in die Curricula integriert, Musik im Gespräch. Vieles mehr wäre noch zu nennen. Doch gilt, alle Studierenden, die sich uns voller Hoffnungen zum Studium anvertrauen, wollen wir bestens fördern. Und wir sind uns bewusst, es geht immer um Menschen, es geht immer um Persönlichkeitsbildung. Denn Künstler wie Wissenschaftler zeichnet Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit aus. Ein zweijähriger, überaus kontroverser und schwieriger hochschulpolitischer Strukturprozess liegt hinter uns. In 5 öffentlichen Foren wurden vielerlei Themen erörtert, wurde vieles angestoßen, was in die Curricula Eingang gefunden hat. Heute aber atmen wir alle tief durch. Denn mit der Entscheidung über die Landeszentren kommt dieser Prozess an sein Ende. Und so werden wir uns künftig wieder gelassener auf unsere Kunst, ganz auf unsere Musik besinnen können. Die Hochschule für Musik Karlsruhe hat ein Landeszentrum Musikjournalismus und Musikinformatik zugesprochen bekommen. Ich freue mich, dass damit das, was seit langem schon exzellent ist, die Aufmerksamkeit und Anerkennung der Landesregierung gefunden hat. Was die Ausstattung dieses Landeszentrums betrifft, freuen wir uns, dass die beiden Professuren, die Karlsruhe wie die anderen Musikhochschulen des Landes in einen Pool des Wissenschaftsministeriums eingeben musste, wieder zurückkommen, wenn auch mit anderer Thematik. So gesehen bedeutet das Verfahren einen Verlust unserer Hochschule im instrumentalen Bereich. Hinzu kommt, dass die Hochschule für Musik Karlsruhe als zweitgrößte Musikhochschule des Landes an allerletzter Stelle steht, was den Betreuungsdurchschnitt betrifft, also das Verhältnis Studierende zu Dozenten. Hier hätten wir uns gewünscht, durch angemessene Maßnahmen wenigstens zu einer leichten Verbesserung zu kommen. Denn das Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat anerkannt, ich zitiere, dass die exzellenten Leistungen der Hochschule für Musik Karlsruhe unter schweren Bedingungen entstehen. Zitat Ende. Insofern hält sich unsere Freude über das Erreichte in Grenzen. Doch tragen wir unsere Hochschule gemeinsam, wir schreiten zuversichtlich voran. Das Wintersemester 2015/16 haben wir mit einer akademischen Feier eröffnet, die alle Anwesenden durch ein besonderes musikalisches Programm erfreute. Es erklang die Sequenza 3 von Berio.
Chansons benannten, wenn ich mir was wünschen könnte, wie auch die kleine Sehnsucht, die uns allen innewohnt. Zum Schluss begeisterte eine Bearbeitung des Boleros von Maurice Ravel für 12 Klaviere. Und die ehemalige Regierungspräsidentin und Ehrenbürgerin der Stadt Karlsruhe, Gerlinde Hämmerle, hielt eine Karlsruher Rede, die in ihrer unübertrefflichen Präzision unser aller Aufgabenstellung und Verantwortlichkeiten angesichts der schwierigen Situation dieser Tage einprägsam benannte. Auch findet in diesen Tagen Zeitgenuss, das alljährliche Karlsruher Festival für Neue Musik, viele interessierte Zuhörer, bietet allein 11 Uraufführungen in einer Woche. Und mit Helmut Lachenmann weilt gerade einer der prägnantesten Komponisten unserer Zeit an unserer Hochschule. Er erarbeitet eigene Werke mit Studierenden, er tritt selbst als Künstler auf und Helmut Lachenmann fühlt sich, wie er sagt, auf Campus One Schloss Gottesaue überaus wohl. Die Arbeit mit unseren hochmotivierten Studierenden empfindet er als beglückend, da bleibt kaum mehr zu wünschen. Die Hochschule für Musik Karlsruhe wird von uns allen gemeinsam getragen. Und wir sind mittendrin in der Musik unserer Zeit, in unserer Zeit mit all ihren Fragestellungen, ihren gegenwärtigen Problemen und unserer Verantwortung angesichts der Flüchtlinge, denen unsere Solidarität und Hilfe gelten muss. Wintersemester 2015/16, wir schreiten mutig voran.